Urashima Taro. Frei ins Deutsche übersetzt von Karl Albrecht Heise. Erzählt von Karl-Heinz Gabor. In einem Fischerdorfe nahe dem heutigen Yokohama lebte vor vielen, vielen Jahren ein junger Fischer namens Urashima Taro. Als er eines Abends vom Fischfang zurückkehrte und recht zufrieden und guter Dinge war, weil er gute Beute gemacht hatte, sah er am Strande eine Schar Knaben, die eine kleine Schildkröte gefangen hatten und sie an einem ihrer Vorderbeine befestigten Schnur im Kreise herumschwangen und quälten. Urashima, der die Tiere gern hatte und jede Quälerei harmloser Tiere verabscheute, fühlte auch jetzt wieder Mitleid mit dem armen Tierchen und ging auf die Kinder zu. Indem er seiner Stimme einen energischen Ton gab, schalt er die Kinder. »Was ist das für eine Bosheit?« rief er empört aus, »dieses schuldlose und hilflose Tier so zu quälen. Wisst ihr nicht, dass Gott im Himmel solche böse Kinder bestraft, die arme Tiere misshandeln? Zeigt einmal her, wem gehört denn diese Schildkröte?« »Dieses Tier gehört niemandem«, entgegnete der Älteste der Knaben und fügte noch unverschämt hinzu, »wir können machen, was wir wollen, und wenn wir ein Vergnügen daran haben, das Tier zu töten, so ist das unser freier Wille und geht keinen anderen etwas an.« Urashima sah ein, dass er diesem frechen Bengel nicht mit Morallehren kommen dürfe, denn auf solche harte Herzen haben Worte keinen Einfluss. Er änderte also seine Taktik und sagte nun mit möglichst milder Stimme, »Nun ärgert euch nur nicht, das war nicht so böse gemeint, aber diese allerliebste Schildkröte gefällt mir und ich möchte sie gern besitzen. Wollt ihr euch in einen Handel mit mir einlassen? Wie wäre es, wenn ihr mir das Tier verkaufen würdet? Für Geld könntet ihr euch etwas kaufen und euch bessere Freude machen, als dass ihr dieses Tier hier im Kreise herumschleudert.« Die Kinder gingen erfreut schnell auf den Handel ein und überließen Urashima gegen einige Silbermünzen die Schildkröte. Urashima nahm sie in die Hand, ging bis zum Wasser und setzte das Tier ins Meer, indem er sagte, »Armes Tierchen, nicht um dich der Freiheit zu berauben, sondern dir die Freiheit wiederzugeben, habe ich dich gekauft. Nun schwimme hin und sei in Zukunft vorsichtiger, damit du nicht wieder in böser Buben Hände fällst.« Er blieb noch ein Weilchen stehen und sah zufrieden lächelnd der schnell im Wasser dahinschwimmenden Schildkröte nach, bis er sie nicht mehr erblickte. Dann nahm er sein Fischereigerät und seine Fische und ging wohlgemut in seine Hütte. Am anderen Morgen ging er wie gewöhnlich seinem Handwerk nach. Als er mit seinem Kahn auf dem Meer war und seine Netze ausgeworfen hatte, hörte er plötzlich ein zartes Stimmchen rufen, »Urashima-sama.« Erstaunt sah er sich um, konnte aber nicht entdecken, woher die Stimme ertönte und wer seinen Namen rief. Da ertönte es abermals, »Urashima-sama.« Jetzt merkte er, dass die Stimme aus dem Wasser kam, und er beugte sich über den Rand seines Bootes und erblickte die kleine Schildkröte, die er am Tag vorher aus den Händen der Buben befreit hatte. Im ersten Moment war er erschrocken, doch fasste er sich ein Herz und fragte, »Warst du es, die mich rief?« »Gewiss«, antwortete das Tierchen, »ich bin gekommen, um euch meinen Dank für eure gestrige edle Tat zu sagen. Und weil ihr mir meine Freiheit gegeben habt, möchte ich euch etwas recht Schönes zeigen. Habt ihr Lust, so folget mir.« Urashima dachte, was kann es wohl sein, dass mir dieses unscheinbare Tier zeigen könnte? Doch nichts Besonderes. Aber das macht auch nichts. Es will sich mir dankbar erweisen, und so will ich ihm auch die Freude nicht verderben. Nachdem er sich so ein Weilchen bedacht hatte, fragte er doch vorsorglich, »Dauert es auch nicht lange? Ich will dir gerne folgen, aber ich habe nicht viel Zeit zu versäumen. Wohin soll es denn gehen?« »Gar nicht weit von hier. Ich beabsichtige nur, euch zum Palast unserer Meereskönigin Otohime zu führen und euch dort Wunderdinge zu zeigen.«
»Das ist ganz unmöglich«, erwiderte Urashima, »denn ich kann nicht so schnell schwimmen und nicht so gut tauchen wie ihr. Und was schließlich die Hauptsache ist, ich kann ja im Wasser nicht atmen und dich deshalb nicht auf den Meeresgrund begleiten.« »Macht euch deshalb keine Sorge, Urashima«, entgegnete die Schildkröte. »Steigt auf meinen Rücken und das Weitere werdet ihr sehen.« »Aber mein Boot«, meinte Urashima bedenklich. »Das findet ihr hier wieder. Ich führe euch zurück«, unterbrach ihn das Tier. »Aber du bist so klein, du kannst mich nicht tragen«, rief Urashima, noch immer bedenklich. Da rauschte es im Wasser, die Schildkröte dehnte und streckte sich, und staunend sah Urashima, wie sie sich immer mehr vergrößerte, bis sie die gleiche Größe des Bootes hatte. Dann fragte sie lachend, »Nun, bin ich noch so schwach für dich?« Da schwanden Urashima alle Bedenken. Flugs stieg er aus seinem Boot, nachdem er dasselbe sicherheitshalber verankert hatte, und nahm auf dem Rücken des Tieres Platz. »Halte dich nur recht fest und fürchte dich nicht.« Nach einiger Zeit rief die Schildkröte, »Nun schließe fest die Augen und öffne sie nicht eher, als bis ich es dir sage. Auch halte ein Weilchen den Atem an, es dauert nicht lange.« Urashima tat, wie ihm geheißen, und dann fühlte er, wie das Tier im Wasser versank. Das Wasser rauschte und brauste um seine Ohren, ängstlich klammerte er sich mit beiden Händen an das Schild seines sonderbaren Reitpferdes, aber eingedenk der Mahnung behielt er die Augen geschlossen und hielt den Atem an. Schon glaubte er, es ginge mit ihm zu Ende, da ertönte der Ruf, »Jetzt!« Da öffnete er seine Augen und sah sich auf dem Grunde des Meeres, dessen feiner Sand aus lauter Perlen bestand. In der Ferne sah er ein riesiges Gebäude in blendendem Glanz schimmern, auf das die Schildkröte mit ihrem Reiter zuschwamm. Endlich kamen sie an und standen vor einem großen Tor, das aus purem Gold mit Edelsteinen verziert war. Zwei große, unheimliche Meerdrachen lagen vor dem Tor und glotzten Urashima mit fürchterlich rollenden Augen an, so dass ihm ganz ängstlich wurde. Als die Drachen aber die Schildkröte erblickten, ließen ihre drohenden Blicke nach und sie versuchten, freundlichere Gesichter zu machen. »Nun steige ab und warte hier«, sagte die Schildkröte und ging dann, nachdem Urashima abgestiegen war und sich auf den Boden gesetzt hatte, durch das Tor. Urashima sah sich dann um und wunderte sich sehr, dass er, obgleich er sich auf dem Meeresgrund befand und das Meerwasser ihn umgab, doch ganz trocken war und ohne Beschwerden atmen konnte. Ja, die Luft kam ihm sogar viel reiner und würziger vor als die oben auf der Erde. Es dauerte gar nicht lange, da kehrte die Schildkröte zurück. Ihr folgte eine große Anzahl Fische in allen Größen, Formen und Farben, wie sie der Ozean birgt. Nur trugen alle ein ganz lichtes Gewebe in blauer Farbe, wie ein Kleid, und hatten silberne Aufschläge. Sie umringten Urashima, der sich erhoben hatte, und begrüßten ihn durch Neigen ihres Kopfes ehrerbietig. Dann nahmen sich zwei größere Fische, die auch ein blaues Kleid anhatten, aber mit goldenen Aufschlägen, und die ein ebensolches Kleid brachten, und ohne etwas zu reden Urashima die Fischerkleider auszogen und mit dem mitgebrachten blauen Gewande bekleideten. Urashima ließ alles willenlos mit sich geschehen. Er sagte sich, »Nun bin ich einmal hier und kann allein nicht fort. Schlimm wird es mir sicherlich nicht ergehen, denn wen man mit einem Ehrengewande bekleidet, den wird man wohl nicht verschlingen.« Nachdem ihm auch noch herrliche Samtpantoffeln an die Füße gesteckt waren, kam eine wunderbar schöne Zofe, nahm ihn bei der Hand und führte ihn durch das Tor, während die Fische als Ehrengeleit in respektvoller Entfernung in schönster Ordnung folgten. Nachdem sie das Tor durchschritten hatten, gelangten sie an eine Marmortreppe, die 7 Stufen hatte, und an einem Tor von glänzendem Mahagoniholz, an dem zahlreiche Smaragde flimmerten, endete. Hier angelangt, öffnete die Zofe das Tor und ließ Urashima eintreten,
der sich nun in einem großen Saal befand, dessen unbeschreibliche Pracht seine Augen fast blendete. 20 Säulen von reinstem Kristall trugen die aus Korallen gebildete Decke des Saales, von der eine Unmenge kostbarer Lampen herabhing, an denen wohlriechende Öle brannten. Die Wände waren alle aus Marmor und trugen zum Schmuck die verschiedensten Edelsteine und Rubine. In der Mitte des Saales befand sich ein diamantener Thron, auf dem Otohime, die Meereskönigin, saß, schön wie die Morgenröte, die das bleiche Nachtgestirn vertreibt. Den Thron umgab eine unendliche Menge von Würdenträgern und Palastbeamten, alle in kostbare Gewänder gekleidet. Die ganze Pracht war für den an derartige Schönheit und Wunder nicht gewohnten jungen Fischer so blendend, dass er nur zögernd und halb willenlos langsam einen Fuß vor den anderen setzte und sich so dem Throne nahte, wo er sich ehrfurchtsvoll und demütig niederwerfen wollte. Aber die Königin, die seine Überraschung und sein Zögern mit mildem, freundlichem Lächeln beobachtet hatte, erhob sich schnell, ergriff Urashima bei der Hand und verhinderte so sein Niederfallen. Mit einer Stimme, die dem Klange einer silbernen Glocke glich, süß und rein, sagte sie zu ihm: »Sei mir willkommen. Ich habe gehört, dass du gestern in selbstloser Weise einer meiner liebsten Dienerinnen das Leben gerettet hast. So war es mein aufrichtiger Wunsch, dir diese edle Tat zu vergelten und dir meine Dankbarkeit zu beweisen. Deshalb habe ich dich zu mir eingeladen, und ich habe mich gefreut, dass du so furchtlos warst und der Gefahr nicht achtetest, den Weg hierher zu unternehmen. Wer furchtlos ist, ist in der Regel auch treu.« Der junge Fischer wusste nicht, wie ihm geschah, und er war so verlegen und befangen, dass er auch nicht ein Wort zu erwidern vermochte. Er machte nur eine stumme, sittsame Verbeugung. Auf einen Wink der Königin wurden ihm nun seidene Polster gebracht, auf die er sich niederlassen musste. Dann stellte man ein elfenbeinernes Tischchen vor ihn hin, auf dem sich auf einer roten Lackplatte schmackhafte Speisen verschiedenster Art befanden, die ihm sämtlich unbekannt waren. Er ließ sich nicht länger nötigen, sondern sprach den Speisen und Getränken tapfer zu. Es war für ihn im wahrsten Sinne des Wortes eine Göttermahlzeit. Hatte er doch in seinem ganzen Leben noch nie derartige Sachen gesehen, geschweige denn jemals gekostet. Als er sein Mahl beendet hatte, forderte ihn die Königin auf, sich den Palast anzusehen. Sie führte ihn von Saal zu Saal, von Zimmer zu Zimmer, durch alle Räumlichkeiten, die mit verschwenderischer Pracht ausgestattet waren und jede nur irgend mögliche Bequemlichkeit aufwiesen. Das Wunderbarste aber war der Garten, der 4 große Beete enthielt, die den 4 Jahreszeiten entsprachen. Das eine Beet, der Frühling, enthielt zahllose Pflaumen und Kirschbäume, die über und über dicht mit Blüten besät waren und auf einem saftigen, dunkelgrünen Rasen standen. Auf den Zweigen saßen zahlreiche Nachtigallen, die ihre lieblichen Romanzen melodisch ertönen ließen, und eine unendliche Menge Lerchen hatten ihre Nester in dem Blütenmeer erbaut. Nach Süden zu befand sich das Beet des Sommers. Hier standen Birnen und Apfelbäume, deren Zweige sich unter der Last der herrlichsten Früchte bis nahe zum Erdboden beugten. Grillen und Zikaden erfüllten die Luft mit ihrem einförmigen und betäubenden Geschrei. Die große Hitze, die in diesem Teil herrschte, wurde gemildert durch einen sanften, kühlenden Wind. Das dritte Beet, der Herbst, im westlichen Teil gelegen, war ganz bedeckt mit welken Blättern und Chrysanthemenblüten, während das im Norden befindliche vierte Beet den Winter, ein dichter Schneeteppich bedeckte und Eisfelder und ein zugefrorener Graben es umgrenzten. So verbrachte Urashima 7 lange Tage im Palast der Meereskönigin und wurde gar nicht müde, all die Wunder und Herrlichkeiten anzustaunen, die ihm täglich gezeigt wurden,
und im Entzücken über die liebliche Schönheit Otohimes vergaß er ganz seine Heimat, seinen Vater, sein Weib und seine Kinder. Aber eines Tages, als er wieder müßig umherschlenderte, kamen ihm diese doch wieder in Erinnerung, und ein tiefes Heimweh befiel ihn. Er seufzte schwer und sprach: »Was mag wohl mein Vater von meiner langen Abwesenheit denken? Wie unruhig werden meine Frau und Kinder sein und meine Rückkehr erwarten? Vielleicht glauben sie sogar, dass ich gestorben bin, verschlungen von den Wogen des Meeres, auf dem Grunde des Ozeans ruhe.« Ohne sich lange zu besinnen, eilte er zur Königin und bat, ihn zu den Seinen zurückführen zu lassen, da er jetzt schon 7 Tage von Hause abwesend sei und die Seinen sich sicherlich ängstigen würden. Die Königin, die vergeblich sich bemühte, Urashima die Heimwehgedanken auszureden, nahm, als sie sah, dass ihre Worte nichts halfen, ihn mit sich in ihr Zimmer und überreichte ihm ein kleines, fest verschnürtes Lackkästchen, in dem sie sagte: »Ich habe keine Gewalt, dich hier gegen deinen Willen zurückzuhalten, obgleich ich weiß, dass deine Rückkehr in die Heimat dir nur Elend bringen wird. Aber nimm hier zur Erinnerung an mich dieses Kästchen. Es wird dir immer nützlich sein und dir, wenn du den Wunsch hast, zu mir zurückzukehren, diese Rückkehr ermöglichen. Diesen Wert behält das Kästchen aber nur so lange, als es uneröffnet bleibt.« »Also beachte wohl, lass dich nie durch sträfliche Neugierde und durch sonst irgendwelche Umstände verleiten, jemals das Band, das das Kästchen verschlossen hält, zu lösen und den Deckel zu lüften. Es wäre dein Tod, und nie fändest du den Weg zu mir. Willst du zu mir zurück, so gehe mit dem verschlossenen Kästchen an den Strand und rufe meinen Namen. So werde ich dir eine meiner Dienerinnen senden, die dich hergeleitet. Also beherzige meine Worte und lass das Kästchen geschlossen. Dein Leben liegt darin. Und nun lebe wohl.« Sie küsste ihn auf die Stirn und geleitete ihn bis zum Tor. Hier stand die Schildkröte bereit, die Urashima bestieg. In kurzer Zeit war sie mit ihm am Strand, wo sie ihn verließ. Mit dem Kästchen unterm Arm wollte er schnell seinem Dörfchen zuwandern, blieb aber auf seinem Wege wiederholt stehen, denn es kam ihm alles, der Strand, der Weg, die Bäume und Felder, etwas verändert vor. Mehrmals glaubte er, dass die Schildkröte ihn an einer verkehrten Stelle abgeladen hätte, aber doch war ihm dieses oder jenes wiederum bekannt, so dass er schließlich sich mit dem Gedanken beruhigte, der 7-tägige Aufenthalt auf dem Grunde des Meeres habe seine Augen, seine Sehkraft beeinflusst. Als er aber endlich in seinem Dorf ankam, da waren die Häuser und Hütten alle verändert. Auf dem Markt standen Bäume, die er nie gesehen hatte. Die Bewohner waren ihm unbekannt. Und so ängstlich er auch jedem ins Gesicht schaute, er konnte keinen Bekannten entdecken. Auch die Kinder schienen ihm fremdartig, die auch ihn verwundert anstarrten und ihm dann nachliefen. Er wurde ganz irre und wusste nicht mehr, was er denken oder glauben sollte, doch hielt ihn die Hoffnung aufrecht, von den Seinen Aufklärung über diese wunderbare Verwandlung seiner Heimat während seiner nur 7-tägigen Abwesenheit zu erhalten. Doch je näher er zu seinem Hause kam, desto ängstlicher war ihm zumute. Und große Bangigkeit erfüllte sein Gemüt. Was wird er hören müssen? Schmerzerfüllt sank er weinend zu Boden, während in einiger Entfernung die Leute und Kinder ihn umringten. Da trat aus der Menge ein gebeugter Greis hervor und näherte sich Urashima mit der Frage: »Wer seid ihr, Fremdling, und wen suchet ihr hier? Was erfüllt eure Seele mit Kummer und Schmerz?« »Mein Alter«, antwortete Urashima mit schmerzbebender Stimme, »leise vor 7 Tagen verließ ich das Haus, das an dieser Stätte stand, und kehrte nur zurück, finde aber nur einen Schutthaufen. Ich sehe fremde Leute, fremde Gestalten, und auch euch kenne ich nicht.
sah euch noch nie in diesem Dorf. Sagt, was ist hier in den 7 Tagen geschehen? Wo sind mein Vater, mein Weib, meine Kinder, die ich hier zurückließ? Oh, bitte, löst mir dieses Rätsel, reißt die Binde von meinen Augen, dass ich sehen kann. »Ich verstehe euch nicht, junger Mann«, entgegnete der Greis. »Diese Stätte ist ein Trümmerhaufen, solange ich denken kann. Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Wie ist euer Name?« »Ich bin Urashima Taro, der Fischer«, rief Urashima. »Urashima Taro«, rief der Greis voller Erstaunen und wich schreckerfüllt einige Schritte zurück. »Seid ihr ein Gespenst, ein Schattenbild? Urashima Taro könnt ihr nicht sein. Es geht hier die Sage, und ich erinnere mich aus meiner Jugendzeit, da von diesem noch oft an dunklen Abenden erzählt wurde, dieser junge Fischer ging vor nun 700 Jahren eines Morgens aufs Meer und kehrte nicht mehr zurück. Die Gräber seiner Angehörigen könnt ihr auf dem Friedhof noch heute sehen, allerdings zerfallen, verwittert. Urashima erblasste. 700 Jahre, rief er verzweifelt aus und rang die Hände. Jetzt wurde ihm alles klar. Jetzt verstand er alles. 7 Tage im Palast der Königin waren 7 Jahrhunderte. Tiefe Traurigkeit bemächtigte sich seiner. Er erzählte dem Alten mit stockender Stimme sein Lebensschicksal. Dann erhob er sich und verließ schwankenden Schrittes wie ein Träumender das Haus. Er wandte sich wieder dem Meer zu und ließ sich dort am Strand nieder, seine Lage bedenkend. Tiefsinnig betrachtete er die rollenden Wogen, die unermessliche Fläche und schaute verlangend nach der Schildkröte aus, dass sie ihn wieder zurückführe in das ewig jugendliche Reich der Meereskönigin. Er dachte aber in seiner Traurigkeit nicht daran, sie zu rufen, und so sah er vergeblich nach dem Tiere aus. Dann fiel sein Blick auf das Kästchen, das ihm die Königin beim Abschied gegeben hatte und das er gedankenlos neben sich auf den Sand gelegt hatte. »Was bedeutet dieses Kästchen?«, fragte er sich. »Die schöne Königin hat zwar gesagt, es sei mein Leben darin und ich werde es verlieren, wenn ich das Kästchen öffne. Ist dieses Gebot aber vielleicht nur eine Probe? Enthält das Kästchen nicht vielmehr mein Glück? Ist alles, was ich heute erlebte, nur eine Täuschung und schwindet diese, wenn ich das Kästchen öffne? Und selbst wenn ich sterben sollte, was schadet es? Bin ich jetzt nicht ein Fremdling in meiner Heimat und habe niemanden, niemanden, der mich liebt, der mich kennt? Ohne Vater, ohne Familie, ohne Bekannte, ohne Freunde bin ich schlimmer daran als ein Heimatloser. Da ist mir der Tod nur ein Gewinn. Er bietet mir etwas Besseres als dieses unglückselige Leben.« So sprechend löste er langsam die Schnur, die um das Kästchen geschlungen war, und öffnete ein wenig den Deckel. Da stieg ein kleines weißes Wölkchen aus dem Kästchen empor, breitete sich dann aus, erhob sich und schwebte langsam über das Meer der Richtung zu, wo sich der Palast der Meereskönigin befand. Laut aufschreiend sprang Urashima empor und breitete sehnsüchtig die Arme aus, aber ein jäher, heftiger Schmerz durchzuckte seinen Körper und er ließ die Arme sinken. Da blickte er auf seine Hand und ein eisiger Schauer befiel ihn. Die Hand, soeben noch so frisch und rosig, war welk, runzlig und knochig wie die eines Greises. Nun fühlte er auch, wie sein Blut erstarrte, wie es träger durch seine Adern floss, die Haut zog sich in Falten, der Herzschlag stockte. Noch einmal schaute er ins Wasser, da spiegelte sich ihm ein verrunzeltes, graues Greisenantlitz mit spärlich weißem Haar entgegen. Sein eigenes Antlitz. Vor Minuten noch in Jugendfrische, jetzt mumienhaft verändert.
Mit einem Wehelaut sank er zu Boden, und ein Häuflein grauen Staubes bezeichnete die Stätte, da Urashima, jugendfrisch zurückgekehrt, in wenigen Minuten zu Staub wurde.